Die Roma Craft Tobacco Intertemperance Woolstead VE 1920 Bell Livingston Short Robusto. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Etwas Genuss. Und heute habe ich euch eine Zigarre mitgebracht, nämlich die Roma Craft Tobacco Intertemperance Woolstead VE 1920 Bell Livingston in Klammern Short Robusto. Das in Klammern Short Robusto sei von mir dazugefügt, damit ihr wisst, welches Format wir hier haben. Ich werde sie ab jetzt nur noch die Woolstead nennen, weil alles andere kann ich mir nicht merken. Ich möchte mich in erster Linie bei Schuster Cigars bedanken, die mir diese Zigarre zur Verfügung gestellt haben. Auch hier gilt das Übliche, ich sage es euch nur aus Gründen der Transparenz. Schuster Cigars hat keinen Einfluss auf die Inhalte dieses Videos. Unsere Meinung bleibt unsere Meinung. Hier haben wir also die Roma Craft Tobacco Woolstead. Wie gesagt, ich spare mir den ganzen anderen Sermon, weil sonst werde ich morgen nicht fertig mit dem Video. Es ist eine spannende Zigarre. Ich habe sie nämlich schon geraucht. Wir hatten vor einigen Wochen hier bei mir in der Lounge in Essen ein schönes Meet and Greet. Da war Mike Rosales mit anwesend. Rosales steht für das Ro in Roma Craft Tobak. Und er war da und wir konnten ein bisschen quatschen über die Zigarre auch und generell über Roma Craft. Und das war ein sehr, sehr schönes Event. Und dabei habe ich die Woolstead geraucht und war sehr angetan von ihr. Wir haben hier eine Nicaragua Puro am Start. Und wir haben hier eine Zigarre am Start, die auch wieder den für mich sehr interessanten und für euch sehr interessanten Preispunkt unter 10 Euro bedient. 9,20 Euro für die Short Robusto, die jetzt aber gar nicht so, also sie ist ein bisschen kürzer als eine Robusto, aber auch nicht so unfassbar viel kürzer. Das passt da schon im Großen und Ganzen. Wir haben wie gesagt einen Nicaragua Puro, was auch daran liegt, dass es eine Zigarre ist, die in erster Linie für den US-amerikanischen Markt geblendet wird. Die Amerikaner, die lieben Nicaragua-Tabak, die lieben Nicaragua-Zigarren und da ist das wirklich mit das beliebteste Herkunftsland oder das beliebteste Herkunftsland und dementsprechend richtet sich Roma Craft auch danach. Die sitzen in Texas, in Austin und lassen halt in Nicaragua produzieren, in Esteli, wenn ich mich nicht irre, und sind da halt ganz, ganz vorne mit dabei. Es ist eine Boutique-Marke, Boutique-Marken sind ein bisschen kleiner, versuchen eher Premium-Segment zu bedienen. Und Roma Craft sticht da tatsächlich raus, dadurch, dass sie immer noch sehr vertretbare Preise haben, was ansonsten in der Welt der Boutique-Zigarre nicht der Fall ist. Es ist eine spannende Zigarre, da wir hier auch eine Besonderheit haben. Wenn man sich die Zigarre im Detail anschaut, stellt man fest, dass der Zigarrenfuß, die letzten 2-3 mm, da ist kein Deckblatt drumherum, da haben wir quasi nur das Umblatt und die Einlage. Ist Absicht, das ist kein Defekt an der Zigarre, sondern Roma Craft macht das halt, um zu sagen, Freunde, es geht nicht nur um den Mythos, dass das Deckblatt irgendwie 80% des Geschmacks ausmacht, sondern natürlich auch die Einlage, das Umblatt, das alles entscheidet über die Aromatik einer Zigarre und wir möchten euch die Chance geben, unabhängig vom Deckblatt, das quasi mal so im ersten Zug zu erleben. Finde ich eine wahnsinnig spannende Idee. Man kennt das auch noch von anderen Zigarren, die haben dann so ein Dirty Foot, nennt man das, wo das dann aber wirklich noch so ein bisschen ausfranst und so ein bisschen wild aussieht. Hier ist es wirklich, die Zigarre ist auch an sich sehr sauber gerollt. Sie ist relativ festgerollt, das sehen wir auch, wenn wir vorne reinschauen, vollgepackt mit Einlage, Halleluja. Bei der Kappe haben wir eine tief runtergehende doppelte Kappe, so sieht es aus, Oberkante, kleiner Finger. Ihr könnt da anschnitttechnisch machen, was er wollt. Das ist komplett euch überlassen. Vom Kaltgeruch her hat sie einen schönen Fermentationsgeruch. Es ist ein leichtes Leder. Aber wirklich ein leichtes Leder. Eine gewisse Nussigkeit und ein paar Röstaromen. Ich bin gespannt und werde die Zigarre jetzt mal anschneiden und dann testen wir mal den Kaltzug und den Kaltgeschmack. Schnitt ging sauber durch, man hat aber gemerkt, da ist gut Einlage im Spiel, da musste man sich richtig ein bisschen durch was durcharbeiten. Ein scharfer Cutter hilft da maßgeblich. Dann schauen wir uns mal den Zugwiderstand und den Kaltgeschmack im Kaltzug an. Relativ hoher Zugwiderstand, 50% schon im Kaltzug, spricht auch hier wieder für viel Einlage. Wir haben diese leichte Ledernote, die sehr prominent ist, die aber von einer fast gleichwertigen Nussigkeit begleitet wird. Die Röstaromen suche ich gerade noch ein bisschen vergebens, also es ist wirklich dieses leichte Leder und die Nuss, die da sehr nach vorne marschieren und sagen, hallo, hier sind wir.
Wahnsinnig interessant. Ich würde sagen, ich zünde die Roma Craft Intertemperance, schieß mich tot, Woolstead mal an und dann schauen wir uns mal, wie sie sich so im ersten Eindruck verhält. Angezündet ist sie mal und dann nehmen wir mal den ersten Zug der Woolstead. Gutes Zugverhalten. Zugwiderstand auch, also hat sich nicht verändert, 50%. Rauchabgabe ist da. Die Ledernote ist gerade sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Also wirklich, sie ist da im Hintergrund so ein bisschen. Dafür volle Kanne, Nuss und viele, viele, viele Röstaromen. Denkt an Espresso. Denkt an Espresso-Bohnen, dann wisst ihr, was da los ist. Untermalt von einem ganz, ganz leichten Würze. Nicht besonders scharf, aber einfach, um so ein bisschen das Herbe aufzubrechen, gerade im ersten Eindruck echt schön. Wie gesagt, ich hatte aber auch schon ein oder zwei davon. Wahnsinnig interessant. Ich würde sagen, ich rauche mal knapp das erste Drittel der Roma Craft Woolstead und hole euch dann für einen ausführlicheren ersten Eindruck wieder dazu. Ich bin nicht ganz eine Viertelstunde im Smoke. Es ist halt auch eine etwas kürzere Robusto, da ist das ganz normal. Die Asche hält gut, wie wir sehen. Absolut keine Probleme. Ich werde sie jetzt trotzdem einmal abwaschen. Ein solides Stück, wie ein Ziegelstein ist das da reingepurzelt. Die ist halt auch relativ schwer, dadurch, dass viel Einlage im Spiel ist. Das erklärt halt auch die für eine Short Robusto eher kürzere Rauchdauer. Geschmacklich ist die Würze ein bisschen prägnanter geworden. Sie ist aber immer noch kein Hauptaroma. Diese krassen Röstaromen haben halt wirklich einfach komplett übernommen und sagen, Freunde, wenn ihr Kaffee mögt, wenn ihr Röstaromen mögt, dann ist das eure Zigarre. Untermalt von einer leichten Nussigkeit, die Ledernote finde ich eigentlich gar nicht mehr sehr spannend. Nicht super komplex bisher, aber tatsächlich sehr schön und macht Spaß. Ich glaube, ich werde tatsächlich schon mal versuchen, die Banderole abzunehmen. Dadurch, dass ich ein bisschen Sorge habe, ansonsten da gleich reinzurauchen, also ganz ohne Probleme. Ach, das ist doch so schön. Warum funktioniert das nicht immer so? Warum funktioniert das nicht bei allen Zigarren so? Jetzt versuche ich noch die zweite Banderole, den zweiten Zigarrenring abzunehmen. Da wird es ein bisschen fummeliger. Na? Aber auch hier haben wir was zu greifen gekriegt. Und das Papier splittet sich auf. Ach, Freunde. Es muss doch nicht sein. Okay, man kann sie aber tatsächlich vorsichtig abschieben. Bin ich nicht ein allzu großer Fan von. Dadurch, dass man da auch manchmal am Deckblatt hängen bleiben kann. So geht's jetzt aber. Alles in allem, also zumindest die Banderolen ohne Beschädigung abgekriegt. Mehr will ich nicht. Ich würde daher sagen, ich rauche jetzt mal. Ach so, Zugverhalten. Rauchabgabe weiterhin exzellent. Genau so soll das sein. Ich würde sagen, ich rauche jetzt mal das zweite Drittel der Roma Craft Woolstead und hole euch dann für einen ausführlicheren weiteren Eindruck wieder dazu. Ich bin gut eine halbe Stunde im Smoke, also wirklich Rauchdauer für eine Short Robusto ganz ohne Probleme bisher. Es liegt halt einfach daran, dass sie relativ voll ist mit Tabak. Also da wurde nicht gespart. Zugverhalten. Einwandfrei. Der Rauch hat sich hier sehr schnell verdünnisiert. Das liegt aber daran, dass es ein bisschen windig ist. Das stört aber die Roma Craft Woolstead überhaupt nicht, denn die brennt einfach sehr gerade ab, ohne Probleme. Keine Probleme beim Zugverhalten. Konstruktion bisher wirklich 1A. Diese leichte Würze hat sich gehalten, hat sich ein bisschen gesteigert, ist aber immer noch nicht da, wo ich es als besonders würzige Zigarre bezeichnen würde. Die Röstaromen sind ein bisschen zurückgegangen, die Nussigkeit ist wieder mit ins Spiel gekommen, die Ledernote suche ich irgendwie immer noch, aber das ist ja auch nichts Schlimmes, also mein Gott, sie performt halt gerade einfach ziemlich sauber. Daher würde ich sagen, rauche ich jetzt mal das letzte Drittel der Roma Craft Woolstead und hole euch dann für das abschließende Urteil und natürlich auch die Punktebewertung wieder dazu. Fast eine Dreiviertelstunde im Smoke, es ist nicht mehr viel übrig von der Roma Craft Woolstead. Ich nehme nochmal einen letzten Zug und lege sie jetzt ab. Der Rauch ist warm geworden. Der ist schon seit 3-4 Zügen warm, aber ich wollte sie nicht so recht ablegen. Dementsprechend habe ich sie jetzt aber abgelegt, weil jetzt wurden auch langsam die Finger und die Lippen heiß. Und also, das wollen wir ja alle nicht. Alles in allem muss ich sagen, ich bin von der Roma Craft Woolstead echt
überzeugt und begeistert. Das ist ein schöner Smoke. Das ist so ein Paradebeispiel für einen mittelkräftigen Smoke. Für alle, die sich wundern, was bedeutet mittelkräftig im Sinne von Nikotin und von Aroma. Die Roma Craft Woolstead ist ein absolut mittelkräftiger Smoke, hat da wirklich gut abgeliefert. Jetzt im letzten Drittel hat die Würze einen kleinen Tacken zugenommen, aber nicht wirklich entscheidend. Dafür sind die Röstaromen einfach wieder komplett zurückgesprungen gekommen und haben gesagt, nee Freunde, also so ganz seid ihr uns noch nicht los. Das war wirklich sehr, 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 sehr spannend und sehr schön, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gut es mir gefallen hat, gucken wir uns am besten mal in der Punktebewertung an. Konstruktion 94 Punkte. Auch da, das ist wieder so eine Punktzahl, ich muss mir einfach ein bisschen Luft nach oben lassen bei diesen Bewertungen. Aber ich habe nichts zu meckern gehabt, Freunde, wirklich nicht. Absolut solide durchkonstruiert, schön viel Einlage drin gehabt, eine lange Rauchdauer, wirklich wunderbar. 94 Punkte, sehr, sehr gute 94 Punkte und das vollkommen verdient, weil einfach nichts verkehrt war. Aromatik 89 Punkte. Gute 89 Punkte. Ich hätte mir vielleicht ein, zwei Aromen mehr gewünscht in der Zigarre. Das hätte sie meiner Meinung nach noch mal ein bisschen mehr abgerundet. So, sie hatte jetzt auch von der Komplexität her den ein oder anderen Wandel mit drin, aber sie war dann doch so in ihrer Kernausrichtung relativ geradlinig. Geradlinigkeit ist nichts Schlimmes. Ich mag geradlinige Zigarren auch sehr gerne, aber um sie wirklich rund zu machen, hätten ihr vielleicht noch ein, zwei Aromen gefehlt, um da wirklich vielleicht noch mal ein bisschen mehr in die süßliche Richtung zu gehen. Aber alles in allem funktionieren die Aromen, die sie hat, auch sehr gut zusammen. Und deswegen kriegt sie da gute 89 Punkte. Preis-Leistung 91 Punkte. Für die Qualität, für die Rauchdauer bei einer Short Robusto 9,20 Euro unter 10 Euro. Da kriegt sie einfach sehr gute 91 Punkte. Dadurch, dass es wirklich eine Zigarre ist, von der ich glaube, dass man sie mal probiert haben sollte. Wenn man kein Problem hat mit einer leichten Würze in Zigarren, wenn man einen mittelkräftigen Smoke mag, ist die Roma Craft da wirklich genau richtig und meiner Meinung nach auch ein Paradebeispiel für das, was Boutique-Zigarren sein können. Nicht immer nur super High-End-Premium, sondern einfach auch mal ein grundsolider Smoke im preislichen Mittelfeld, der einfach stabil abliefert. Und genau das macht die Roma Craft. Und deswegen ist sie für mich auch eine Kaufempfehlung, was sich auch darin niederschlägt, dass sie insgesamt auf 91 Punkte kommt. Und wie gesagt, Leute, holt sie euch 9,20 Euro für eine Short Robusto, die performt wie eine Robusto. Wirklich, holt sie euch. Ihr solltet zwei, drei Zigarren schon vorher geraucht haben. Ihr solltet vielleicht so eine grobe Orientierung in der Zigarrenwelt haben. Ihr müsst jetzt nicht lernen und anfangen, irgendwelche Aromen auseinander zu sortieren, falls das nicht euer Ding ist. Aber ihr solltet schon ein paar Zigarren vorher geraucht haben. Aber dann holt euch die Roma Craft, probiert sie aus, lernt Nicaragua kennen. Das ist wirklich Nicaragua von seiner besten Seite. Kommen wir jetzt noch zu den Dingen, die ich auch mit Punkten bewerte, die aber nicht in die Gesamtnote einfließen. Dadurch, dass es bei den Kategorien nicht so ist, dass mehr Punkte gleichbedeutend mit einer besseren Zigarre sind und ich auch eher einen persönlichen Eindruck vermitteln möchte. Komplexität 4 von 10. Die Aromen, die sie hat, mit denen spielt sie ein bisschen, die kommen und die gehen. Die Ledernote hat sich halt da irgendwie echt komplett drin verloren. Die Röstaromen sind gekommen und gegangen, die Nussigkeit auch so ein bisschen, war jetzt auch im letzten Drittel wieder eher ein bisschen schwächer unterwegs. Die Würze hat sich nett aufgebaut, 4 von 10. Nikotingehalt 6 von 10. Ich habe vor diesem Review einigermaßen gut gefrühstückt und ich merke, obwohl es eine Short Robusto ist, ein bisschen das Nikotin. Mir ist nicht schwindelig, es dreht sich nichts. Aber ich glaube, hätte ich eine längere Vitola geraucht, hätte ich definitiv so einen leichten Nikotinflash bekommen. Also da solltet ihr definitiv auch einfach ein bisschen was im Magen haben, aber dann ist das auch kein Problem. Versteht die 6 da eher als ja, vorsichtigen Hinweis, dass da ein bisschen Nikotin auf euch zukommen kann. Intensität 6 von 10, sie ist voll aromatisch, sie ist mittelkräftig im besten Sinne des Wortes. Sie hat ein schönes, langes Finish, was anhält, was auch nicht, wenn man danach irgendwie etwas trinkt. Also ich habe hier wieder Wasser stehen gehabt. Das hält halt einfach an, das macht richtig Spaß. 6 von 10 für die Intensität. Vielen Dank nochmal an Schuster's Cigars dafür, dass sie uns diese Zigarre zur Verfügung gestellt haben. Wie sieht das denn bei euch aus? Habt ihr die Roma Craft Tobacco schon mal geraucht? Habt ihr eine andere von Roma Craft geraucht? Sind Nicaragua-Zigarren vielleicht noch gar nicht euer Fall? Mögt ihr mittelkräftige Zigarren? Welche Boutique-Zigarren mögt ihr? Schreibt es uns sehr, sehr gerne unten in die
die Kommentare würde uns wahnsinnig interessieren oder macht es viel besser, kommt in unsere Facebook-Gruppe und auf den Discord-Server, kommt in die Etwas Genuss Lounge, unsere virtuelle Community. In der Gruppe gehen wir stark auf die 900 Mitglieder zu. Vielleicht werdet ihr eins davon, würde uns sehr freuen. Egal, ob ihr neu im Thema seid oder schon alte Hasen, jeder ist da herzlich willkommen, ist eine wahnsinnig coole Gruppe und ich freue mich jeden Tag, wenn ich da reingucke. Von daher schaut da gerne mal vorbei. Natürlich solltet ihr auch auf Patreon vorbeischauen und euch zum Beispiel das etwas Genussfeuerzeug abholen oder zusätzliche Videos, Behind-the-Scenes-Posts und so weiter und so fort. Tee, Kaffee werden verschickt, alles Mögliche. Also schaut da gerne vorbei, wir bieten euch da eine Menge Vorteile. Ihr habt so die Möglichkeit, das Projekt hier ein bisschen zu unterstützen. Wir sind wirklich darauf angewiesen. Aber kriegt dafür auch zusätzliche Inhalte geboten. Von daher schaut gerne auf unserer Patreon-Seite vorbei, wo wir euch einfach noch zusätzliche Inhalte bieten. Es geht ab 2 Euro im Monat los. Also, wenn das nicht überzeugt, da weiß ich ja auch nicht. An dieser Stelle kann ich mich nur noch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da und da unten habe ich euch einfach mal unser letztes Video verlinkt. Wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video. Garantiert mit etwas Genuss.